Goldene Zeiten für diejenigen, die wissen, wie es geht. Auf der Sonnenseite des Lebens spielend reich werden. Wie ich 3 Millionen Euro in nur 3 Monaten gemacht habe, ohne zu arbeiten. Ich dachte mir jetzt so, ich nehme euch mal wieder mit, wenn es darum geht, euch ein neues mögliches Auto vorzustellen. Sie fahren die dicksten Autos, wohnen in schicken Häusern, zum Beispiel in Dubai, und protzen mit ihrem Reichtum. Solche Finanzinfluencer, kurz Finfluencer, versprechen auf Social Media das große, schnelle Geld, für das man scheinbar fast gar nicht arbeiten muss. Ohne großen Aufwand ordentlich Geld machen. Mal ehrlich, dazu würde doch niemand von uns Nein sagen, oder? In Werbevideos sollen kurze Wege zum Erfolg vermittelt werden. Und wer selbst nicht handeln will, kann die Handelsstrategien anderer sogenannter Top-Trader kopieren. Ganz einfach dank Copy-Trading. Die Message vieler Finfluencer: Jede und jeder kann es schaffen, wenn man nur ihrem Beispiel folgt. Fette Gewinnaussichten mit Copy and Paste. Aber wer verdient hier wirklich? Ich verfolge die Spuren vor Ort, spreche mit Menschen, die Geld verloren haben, und konfrontiere die Verantwortlichen. Wir blicken hinter die schillernden Fassaden und stoßen auf ein System, das viele erst durchschauen, wenn es schon zu spät ist. Und ich suche digitale Spuren, analysiere Daten und schaue mir an, wer von diesem Business tatsächlich profitiert. Am Computer oder über das Smartphone, aus dem Büro oder von unterwegs. In Echtzeit an den Finanzmärkten mitmischen, das ist rein technisch inzwischen kinderleicht. Der Markt boomt. Fast die Hälfte in meiner Altersgruppe geht laut einer Studie davon aus, dass es uns im Alter finanziell nicht gut gehen wird. Wie praktisch, dass Influencer mit zum Teil großer Reichweite auf Instagram, TikTok und YouTube Finanztipps posten, dazu Stories über ihren Luxus-Lifestyle und Empfehlungen und Links zu Finanzdienstleistern. Ich spreche mit Malte. Auch er hat beim Copy-Trading investiert und sich damit auf die Erfahrung eines anderen Anlegers, eines Traders, verlassen. Malte heißt eigentlich anders, er will anonym bleiben. Ich hatte das Gefühl, ich habe da einen Trader, der relativ ehrlich und sehr fair umgeht, und habe mich auf den verlassen, aber auch der hat sich verzockt. Also ich habe ca. 32.000 Euro in Summe auf dieses Konto eingezahlt und inzwischen etwa 50% davon durch reines Kopieren verloren. Das System ist angelegt, ich kopiere auch, sag mal, in einen guten Glauben zu lassen, dass alles sicher und alles sehr profitabel ist. Und das ist es eben nicht. Das ist es überhaupt nicht. Wir sind seit Wochen in Kontakt mit Menschen, die über Copy Trading eine Menge Geld verloren haben. Vor der Kamera will aber niemand mit uns darüber reden. Und ich habe schon das Gefühl, dass Scham dabei auch eine Rolle spielt. Ein Satz, den wir immer wieder hören, ist: Ich habe halt darauf vertraut, dass das was Gutes ist. Ich dachte, ich kenne mich aus, aber am Ende war das Geld halt weg. 2 Trader hatte Malte kopiert, nacheinander. Erst Goldexperte, dann Brokkoli72. Beide zählen zu den meistkopierten und angeblich erfolgreichsten Tradern bei der Trading-Plattform Naga. Was genau ist Copy-Trading? Es gibt 3 beteiligte Parteien. Der Kopierer, in dem Fall Malte, investiert Geld bei einem Finanzdienstleister. In unserem Beispiel bei der Plattform Naga. Hier kopiert er die Trades von sogenannten Top-Tradern, in diesem Fall von Goldexperte. Naga wickelt die Deals ab, und zwar gegen Gebühren. Der Wunsch junger Menschen, am Kapitalmarkt mitzumischen, ist groß. Im vergangenen Jahr wagten sich rund 600.000 unter 30-Jährige an die Börse, im Vergleich zum Vorjahr 40% mehr. Befeuert auch durch Trading-Apps und Finfluencer. Ich bin mit Judith Henke verabredet. Sie ist Journalistin, spezialisiert auf Finanzthemen. Sie kennt die Trends, Chancen und Risiken. Und die Szene rund um die Finfluencer, die online besonders junge Menschen erreichen.
Wenn man das große Bild hier betrachtet, dann hat man, glaube ich, so drei Gattungen von Influencern. Die ersten sind sehr gewissenhaft, die bieten Content in der wirklich tollen, guten Qualität und weisen auf Risiken hin. Dann gibt es diese, natürlich die super schwarzen Schafe, also diejenigen, die ja, irgendwelche schneeballartigen Systeme unter die Leute bringen und ja, sehr unseriös und sehr reißerisch werben, so von wegen raus aus dem Hamsterrad, Rendite bei 100%. Die sind auch nicht mehr so leicht zu erkennen. Und dann gibt es diese Zwischenfälle. Das sind quasi Influencer, die jetzt nicht irgendwie per se betrügerisch unterwegs sind, die aber ja, nicht so gewissenhaft dabei sind, wofür und für wen sie werben, die dann eben, wenn sie das nötige Kleingeld gezahlt bekommen von den Anbietern, auch ja, für sehr unseriöse oder sehr, sehr risikoreiche Produkte Werbung machen und ihre Follower nicht richtig auf diese Risiken hinweisen. Wie kann man sich davor schützen? Wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es auch meistens nicht wahr. Also Renditeversprechen, die im zwei- oder sogar dreistelligen Bereich sind, läuft weg. Und wenn die Leute, die diese Versprechen machen, in Schattenfinanzplätzen sitzen, Stichwort Emirate, Zypern, Bahamas, dann hat das in der Regel einen Grund und dann sollte man vorsichtig sein. Je mehr ich mich mit dem Thema befasse, desto mehr Fragezeichen tauchen bei mir auf. Was ist die Motivation der Finfluencer? Womit verdienen sie ihr Geld? Mit welchen Risiken für ihre Follower und Kopierer? Ich schaue mir das Copytrading mit sogenannten CFDs, also Differenzkontrakten, wie Naga es anbietet, genauer an. Bei diesem Investment wettet man auf die Kursentwicklung, beispielsweise einer Aktie, ohne die Aktie zu kaufen. Der Anleger spekuliert darauf, dass sie steigt oder fällt. Für diese Wette muss man lediglich ein Pfand hinterlegen, eine Sicherheitsleistung, die sogenannte Margen. Fachleute sprechen von einem gehebelten Finanzprodukt, bei dem Gewinne, aber auch Verluste überproportional hoch sein können. Vor allem Einsteiger unterschätzen das Risiko bei diesen Wetten. Schon kleine Kursbewegungen können die Margen, die hinterlegte Sicherheitsleistung, aufbrauchen und zum Totalverlust führen. Wieso bleiben Follower zum Teil auf der Strecke, während die Finfluencer offenbar so erfolgreich sind? Ein Finfluencer fällt uns besonders auf. Circa 80.000 Follower bei Instagram und über 100.000 Abos bei YouTube. Top-Trader bei Naga, der Mann mit Maske, Flo Farrell. Seine Anonymität scheint ihm wichtig. Warum folgen ihm so viele Menschen? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Farrell und in diesem Video möchte ich dir 7 meiner Einnahmequellen zeigen, mit denen ich 100.000 Euro im Jahr verdiene, das Ganze mit Beweisen und auch mit einer Anleitung, wie du das selber auch umsetzen kannst und ein paar Inspirationen für dich auch, damit du auch schon heute starten kannst. Also hier in dem Video zeigt er sich gar nicht. Das wirkt für mich jetzt eher wie so ein Erklärvideo. Ah, okay. Also hier prahlt er mit seinen Uhren aus Dubai. Das sind die Bilder, die ich jetzt schon oft gesehen habe. Ich finde ein Interview, in dem Flo Farrell über seine Motivation als Finfluencer spricht. Bei anderen habe ihm die Transparenz gefehlt, das wolle er anders und vor allem besser machen. Tatsächlich macht er viele seiner Investments öffentlich. Ich stoße schnell auch auf kritische Stimmen im Netz, Kommentare, in denen von geschönten Statistiken und hohen Verlusten die Rede ist. Was ist da dran? Schließlich vertrauen ihm offenbar viele seiner Follower. Bei Instagram bewirbt Flo Farrell ein sogenanntes Community-Depot. Über den Link lande ich direkt auf der Seite von Naga und kann mich da sofort zum Copytraden anmelden. Bevor ich traden kann, muss ich etwa meine Adresse, Kontoverbindung und meine Steuer-ID angeben, dann noch insgesamt 29 Fragen beantworten. Darunter persönliche Fragen zu meinem Beruf und Fragen zu meinem Vorwissen. Also die meisten Fragen konnte ich jetzt einfach so beantworten. Bei manchen musste ich zwar googeln, aber insgesamt bin ich jetzt doch relativ easy durchgekommen. Und theoretisch könnte ich jetzt schon anfangen mit dem Copytrading. Also ich schaue mir das Profil von Flo Farrell jetzt nochmal näher an. Hier sind jetzt erstmal ein paar Zahlen, aber hier, was direkt ins Auge sticht, eine Trefferquote von über 93%. Das bedeutet, dass er 93% seiner Trades im Plus abschließt. Demnach müssten seine Kopierer auch ordentlich verdienen. Aber laut Naga-Statistik haben sie bisher insgesamt mehr als 2 Millionen Dollar Verlust gemacht.
Wie passt das zusammen? Ich entdecke eine weitere erstaunliche Zahl auf der Website der Plattform. Gut 82% der Anleger verlieren mit CFDs bei Naga ihr Geld. Die Naga Group AG, ein deutsches Fintech-Unternehmen aus Hamburg. Gegründet 2015 mit dem Ziel, die leistungsstärkste App für den Finanzbereich zu entwickeln. Der Börsengang gelingt offenbar durch einen ungewöhnlichen Deal. Ein Großaktionär und Mitgründer überschreibt Naga ein Unternehmen, das später mit einem Wert von 20 Millionen Euro in den Bilanzen auftaucht, erhält im Gegenzug aber nur eine einzige Naga-Aktie. Er wurde übrigens inzwischen im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften angeklagt. Dann gerät Naga ins Straucheln. Ein chinesischer Investor springt mit Millionen ein. 2020 ist Naga nach eigener Aussage erstmals profitabel. Der Börsenwert liegt aktuell bei ca. 56 Millionen Euro. Im Jahr 2021 reist Flo Farrell nach Zypern. Hier hat Naga einen wichtigen Standort und trifft Benjamin Bilski, Gründer von Naga. Ja, ich werde heute ein Interview führen mit dem CEO Benjamin Bilski. Bei dem Treffen machen Flo Farrell und Bilski offenbar einen lukrativen Deal. Kurz nach dem Treffen verkündet Naga stolz die Kooperation mit Flo Farrell als ersten sogenannten Community-Influencer. Unsere Recherchen bleiben nicht unbemerkt. Flo Farrell meldet sich über Instagram bei mir. Personen, mit denen wir gesprochen haben, hätten ihn über unsere Nachfragen informiert. Wir fragen ihn für ein Interview an, früher als geplant. Wird er zu einem Gespräch vor der Kamera bereit sein? Ich recherchiere weiter. Hey Philipp, ich habe mir jetzt nochmal die Zahlen bei Naga angeschaut und ich habe so den Eindruck, dass es Flo Farrells Strategie ist, so oft wie es geht kopiert zu werden und viele Trades zu machen, aber dass es dabei gar nicht so sehr um die Gewinne seiner Kopierer geht. Wie passen die Erfolgszahlen von Top-Tradern wie Flo Farrell bei Naga mit den Verlusten der Kopierer zusammen? Ich bin mit dem Gründer von Naga, Benjamin Bilski, zum Interview verabredet. Hallo. Hallo Herr Bilski. Grüße Sie. Welche Rolle in Ihrem Geschäftsmodell spielen denn Finanzinfluencer? Die sind schon extrem wichtig und wir arbeiten auch mit einigen zusammen. Es gibt Geschäftsmodelle, wo einfach nur eine App angeboten wird und die Leute einfach Aktien handeln. Die Vision, die ich hatte von Tag 1, war eigentlich ein soziales Netzwerk aufzubauen. Und da spielen natürlich Content Creator eine große Rolle, also für uns grundsätzlich. Also wir wollen natürlich, dass Leute über den Markt sprechen, ihre Erfahrungen teilen, und ja, andere Leute inspirieren, beziehungsweise auch, dass eine Community entsteht. Aber das bedeutet es für Top-Trader wie Flo Farrell, die auch eine entsprechende Reichweite bei YouTube, bei Instagram mitbringen, lohnt sich das schon sehr, was sie da machen? Absolut. Also das kann ich Ihnen sagen, es lohnt sich extrem, wenn das gut gemacht wird. Und genauso wie Leute bei YouTube und TikTok, wenn sie über Essen sprechen oder über Fashion, Mode etc., bekommen die auch Kommission von Zalando und Co. Jeder Partner, der bei Naga Kunden bringt, wird bezahlt für den neuen Kunden. Im Durchschnitt zahlen wir gerade 200 bis 250 Euro pro Neukunden, der einzahlt und aktiv ist. Für mich stellt es sich so dar, als wenn es darum geht, dass da eben möglichst viel Bewegung drin ist und in dem Moment noch gar nicht der Gewinn der Kopierer im Vordergrund steht, richtig? Wir profitieren von einer Sache, dass die Kunden so lange wie möglich auf der Plattform sind. Das ist ganz wichtig. Wenn Leute Geld verlieren, dann verlieren wir die Kunden. Sie weisen aber auch auf Ihrer Website darauf hin, auch weil Sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, dass über 82% der AnlegerInnen, die eben auf ihrer Seite mit CFDs handeln, ihr Geld verlieren. Korrekt, ja. Ich denke auch, wenn Sie grundsätzlich in Industrie schauen, 85-90% über die Bank weg verlieren Geld. Da gibt es viele Gründe. Da gibt es Gründe von Ungeduld, Zockerei etc. Das ist einfach im Endeffekt eine Industriegeschichte. Das sind nicht nur CFDs, sondern auch ganz normal Aktienhandel. Sie sagen mir gerade, es ist nicht in Ihrem Interesse, dass die Kunden Geld verlieren. Aber es verlieren fast 83% der Kunden Geld. Ja, gut, aber wie soll ich jetzt die Psychologie der Anleger ändern? Also es ist ja nicht nur unser Problem im Endeffekt. Also sind die Anleger schuld? Nein, die sind nicht schuld. Aber im Endeffekt ist es so, dass Leute, die sich mit dem Thema Trading befassen, also grundsätzlich Aktien handeln, Verluste sind einfach an der Tagesordnung, denke ich. Also das ist uns allen bewusst, wenn wir investieren und spekulieren. Ich kann nicht viel machen als Plattform, außer die Leute da zu unterrichten. Alles, was wir tun, ist völlig regulatorisch okay. Und
im Endeffekt ist es, wie es ist. Ich kann das ja nicht ändern, wie Leute investieren. Naga zahlt also Provisionen an die Finfluencer für jeden Follower, der über sie auf der Plattform landet und investiert. Zusätzlich bekommen die Finfluencer Prämien für kopierte Trades. Auf ihrer Seite bietet Naga Infos rund um das Copy-Trading, Webinare und Erklärvideos an. Wie riskant aber der Handel mit CFDs ist, steht dabei nicht im Vordergrund. Die Seiten erwecken den Eindruck, es ist so leicht hier mitzumachen, mit super Erfolgschancen, wenn du nur den richtigen Tradern folgst. Ist das gut geregelt? Die zypriotische Regulierungsbehörde antwortet auf unseren umfassenden Fragenkatalog kurz und bündig. Alle von der SciSec lizenzierten Investmentfirmen sind verpflichtet, jederzeit die relevanten Bestimmungen der Gesetzgebung einzuhalten. Von der deutschen Finanzaufsicht BaFin heißt es, man sei nicht zuständig. Nicht nur Naga, auch die Finfluencer verdienen gut, egal ob ihre Kopierer Verluste machen. Allein durch die Kopierprämien hat Flo Farrell innerhalb eines Monats mehr als $20.000 verdient. Inzwischen hat Flo Farrell einem Interview zugestimmt. Ich will einen Eindruck von dem Leben bekommen, das er sich auch durch die Kooperation mit Naga ermöglichen kann, und mache mich auf den Weg nach Dubai. Eine Recherche unter den strengen Auflagen der Behörden vor Ort. Wir mussten im Vorfeld komplett offenlegen, mit wem wir drehen, um was es gehen soll. Und bei Flo Farrell und dem Thema hat die Behörde offenbar Bedenken. Wir warten nämlich immer noch auf das offizielle Go, ohne dass wir hier nicht starten können. Die Entscheidung darüber soll aber noch heute kommen. Ohne diese offizielle Genehmigung der Filmbehörde könnte der Dreh für mein Team und mich schlimmstenfalls im Gefängnis enden. Deswegen ziehe ich alleine los und filme mit dem Handy. Das Emirat Dubai ist eine absolutistische Monarchie und vor allem durch Öl zu großem Reichtum gekommen. Meinungs- und Pressefreiheit gibt es nur eingeschränkt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit langem die teils dramatische Situation, zum Beispiel der Gastarbeiter. Gleichzeitig hat Dubai in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen gemacht als Paradies für Influencer. Ein Grund, neben dem fast immer sonnigen Wetter, Influencer zahlen hier, anders als in Deutschland, so gut wie keine Steuern. Eine Einkommenssteuer gibt es gar nicht. So, wir warten immer noch auf das Go der Filmbehörde. Die hatten heute noch zweimal Nachfragen zu Flo Farrell. Wir mussten denen noch Infos schicken. Dann haben sie nochmal angerufen, dann musste ich nochmal Links schicken. Und dann kam gerade die Info, dass heute keine Entscheidung mehr dazu kommen wird. Wenn, dann morgen. Während ich abwarten muss, recherchiert Hanna in Deutschland weiter. Wie sehr können sich Follower auf die Inhalte von Finfluencern tatsächlich verlassen? Ich stoße auf die Studie eines internationalen Forscherteams, das die Qualität von Finfluencer-Empfehlungen untersucht hat. Norman Schürhoff vom Swiss Finance Institute und seine Kollegen haben dafür die Daten von fast 30.000 Finfluencern ausgewertet. Herr Schürhoff, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wann und warum haben Sie mit der Studie begonnen? Ja, wir haben eigentlich schon vor einigen Jahren mit der Studie begonnen, weil die Finanzteilnehmer selbst Interesse daran hatten, was die Qualität von Finfluencern ist und inwieweit die Informationen, die von denen bereitgestellt werden, genutzt werden könnten, um Anlagestrategien zu entwickeln. Und dafür hat ein großer Datenanbieter uns diese Daten bereitgestellt, kostenlos, und uns erlaubt, die zu analysieren. Die Ergebnisse: 28% der untersuchten Finfluencer waren skilled, also fähig. 16% unskilled, also unfähig, und 56%, also die deutliche Mehrheit, war anti-skilled. Man verliert systematisch Geld, wenn man ihrem Rat folgt. Was wir überraschenderweise gefunden haben, dass die anti-skilled-Finfluencer mehr Folge haben als die skilled-Finfluencer. Wie wir uns das erklären können, ist einfach, dass die bestimmte Empfehlungsweisen haben, die den Folgen einfach mögen. In dem Sinne sprechen die denen nach dem Mund. Tag 2 in Dubai. Noch immer kein grünes Licht von der Filmbehörde. Meine Verabredung mit Flo Farrell will ich trotzdem nicht platzen lassen und fahre hin. Treffpunkt Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Hier wohnt Flo Farrell.
Hier sind überall Kameras. Ich nehme jetzt mal hier das Handy ein bisschen runter. Eine Bedingung für unser Treffen: Sein Gesicht dürfen wir nicht zeigen. Hallo Flo. Alles gut? Hi. Flo Farrell nimmt mich mit nach oben auf eine Terrasse, zu der nur Bewohner Zutritt haben. Er wohne hier zur Miete, erzählt er mir, auf 150 Quadratmetern. Was das kostet, will er nicht verraten. Auch nicht, was seine glitzernde Uhr gekostet hat und wie reich er ist. Geld sei ihm wichtig, weil es Freiheit ermögliche, erzählt er mir. Zum 100.000. YouTube-Abo habe er Geld für einen Brunnen in Afrika gespendet. Meine Eltern, die sind nicht super reich, aber denen geht's auch nicht schlecht. Ich habe mir trotzdem alles von alleine erarbeitet. Aufgewachsen ist er in München, nach dem Abi BWL-Studium. Seit über 10 Jahren sei er an der Börse aktiv. Heute ist Flo Farrell 32. Ende 2021 ist er von München nach Dubai ausgewandert. Die hohe Sicherheit hier gefalle ihm und auch die Tatsache, dass er hier kaum Steuern zahle. Fest steht, für ihn ist sein Geschäftsmodell lukrativ. Wie viel bekommst du, wenn jemand über deinen Link ein Depot bei Naga eröffnet? Vertragsinhalte. Also ich werde jetzt nicht über einzelne Kooperationsinhalte sprechen. Das ist, das ist so, als wenn ich dich fragen würde, was ist dein Stundenlohn? Wir haben auch mit zahlreichen Personen gesprochen, die sagen, sie haben dich kopiert und dadurch nahezu ihr ganzes investiertes Geld verloren. Ja. Der Vorwurf ist, dass du sozusagen Positionen, die nicht gut laufen, lange offen hältst. Die Personen haben dann weniger Kapital als du zur Verfügung, können halt nicht ständig die Sicherheiten, also Margen erhöhen. Und dadurch entstehen eben sehr hohe Verluste, die die Gewinne nicht ausgleichen. Ja, das kann passieren. Ich zwinge niemanden zum Traden, ich zwinge niemanden zum Copy-Traden und letztendlich, do it or not do it, es liegt auch eine gewisse Eigenverantwortung drin, wie man mich kopiert und auch natürlich, ob man mich kopiert. Aber sozusagen diese hohe Komplexität, die das mit sich bringt und viel Wissen, was man darüber eigentlich braucht, darauf weist du in deinen Postings ehrlich gesagt ja nicht hin. Du musst nicht traden können, aber du musst wissen, dass, wenn du mich kopierst, dass es ein Risiko gibt. Und mit welchen Verhältnissen du mich kopierst. Und was Margin Call ist. Nochmal zurück. Margin ist das Pfand, das wir für unsere Kurswetten hinterlegen müssen. Ein Margin Call passiert dann, wenn dieses Pfand durch Kursbewegungen sozusagen aufgebraucht ist. Wenn man kein Geld nachschießen kann, muss die Position geschlossen werden. Das bedeutet den Totalverlust. Beispielsweise ein ganz, ganz häufiger Fehler. Du kannst bei Naga 2 Hebel auswählen. Ein 30er Hebel und ein 1000er Hebel. Naja. Ich habe einen 30er Hebel. Ich habe dementsprechend ein etwas geringeres Risiko als jemand, der einen 1000er Hebel hat. Je größer dieser Hebel, desto höher ist der mögliche Gewinn bei den Kurswetten im Verhältnis zum hinterlegten Kapital. Schon kleine Kursbewegungen können also hohe Renditen bedeuten. Sie bergen aber auch das Risiko, alles zu verlieren. Profitabilität der Kopierer kann ich nur bedingt beeinflussen. Natürlich, logischerweise. Wenn ich einen verlustreichen Trade mache, kommt der logischerweise auch bei den Kopierern an und die haben auch Verlust. Aber wenn mein Trade, sagen wir mal, 2% ins Minus geht, bei mir immer noch offen ist, jetzt aber irgendjemand kalte Füße bekommt, diesen Trade sieht mit minus 2% und sagt, ah, weiß ich nicht, schließt den, dann ist der in diesem Moment in meiner Statistik als Verlust. Mein Trade ist aber weiterhin offen, geht 3% ins Plus, ich schließe den, bei mir profitabel, bei ihm nicht, weil er halt kalte Füße bekommen hat. Lassen sich die 2 Millionen Dollar Verlust seiner Kopierer wirklich so einfach erklären? Zurück in Deutschland. Ich erzähle Hannah von meinem Treffen mit Flo Farrell in Dubai. Und von seiner Behauptung, dass seine Kopierer für ihre Verluste größtenteils selbstverantwortlich seien, weil sie mit dem falschen Hebel agieren oder zu früh aussteigen. Kann das sein? Ich hole mir Rat von jemandem, der es wissen muss. Professor Gregor Dorfleitner aus Regensburg. Mit seinem Team hat er die Renditechancen beim Copy-Trading untersucht. Flo Farrell wirft einigen seiner Kopierer vor, dass sie die Nerven verlieren und deswegen die Trades zu früh schließen. Das würde dann in seine Statistiken negativ mit reinzählen. Wie bewerten Sie diese These? Auf rein technischer Ebene hat er recht, denke ich. Also es ist ja so, dass wenn Ihnen die Margin ausgeht, weil sie eben mit einem hohen Hebel reingegangen sind und sie entscheiden das ja selber, wie sehr gehebelt sie da agieren wollen, dann müssen sie praktisch aussteigen, obwohl vielleicht irgendwann später der Trade dann nochmal ins Plus dreht. Aber für sie ist dann, wenn die Margin aufgebraucht ist, Ende und dann haben sie einen Verlust realisiert. Und der Signalgeber, also Flo Farrell in dem Fall, der wird ja wahrscheinlich eher
nicht mit Hebel agieren. Der kann sich ja sozusagen, also seine Trades komplett unterlegen mit Geld, sodass ihm selbst eben das nicht passiert, dass er sozusagen vorzeitig geschlossen wird, nur weil die Position im Minus ist. Also heißt, man könnte sagen, die verlieren die Nerven. Man könnte aber auch sagen, denen geht einfach das Geld aus und sie haben gar nicht die Möglichkeit, da nochmal nachzulegen. Wenn das Geld alle ist und sie keines nachschießen können, dann müssen sie die Position schließen. Und Flo Farrell? Er wird ja bisher schon einiges verdient haben dort. Und wenn er allein nur das hernimmt und hinterlegt, dann ist er sozusagen auf der sicheren Seite, weil er dann eben die Positionen aussitzen kann und die Follower können das im Zweifelsfall nicht. Uns raucht der Kopf. Was auf jeden Fall klar geworden ist, die Plattformen sitzen buchstäblich am längeren Hebel. Sie gewinnen immer, solange sich viele Menschen anmelden und investieren. Und dafür sorgen die Finfluencer, die wiederum von den Plattformen bezahlt werden. Und sie haben das Know-how und das Kapital, um hochriskante Wetten auch mal offen zu lassen, bis sich der Kurs dreht, wenn die Kleinanleger längst ihr Geld verwettet haben. Also selbst schuld? Wer der Verlockung nicht widerstehen kann, muss mit den Konsequenzen leben, wie beim Glücksspiel? Natürlich ist jede und jeder selbst dafür verantwortlich, wo man sein Geld investiert. Kein Finfluencer zwingt einen dazu, zum Beispiel Trades zu kopieren. Es geht halt vor allem um Vertrauen und Vertrautheit, die auf Social Media entsteht. Und gleichzeitig auch ein Lifestyle, den viele Finfluencer präsentieren, der suggeriert, hey, ich bin mega erfolgreich. Und ihr könnt das auch. Eine Untersuchung im Auftrag der deutschen Finanzaufsicht kommt zu dem Ergebnis, dass Menschen, die auf Copy-Trading-Plattformen handeln, ein geringeres Finanzwissen haben als Anleger, die klassisch investieren. In Stuttgart treffe ich den Verbraucherschützer Nils Nauhauser. Er und andere Experten kritisieren, durch die Plattform bekommen die Anleger Zugang zu hochspekulativen Anlagestrategien, deren Risiko sie oft nicht einschätzen können. Naja, also die Werbung, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher dahin gelockt werden, die nimmt den Mund halt sehr voll. Ne? Bei Naga heißt es, werde selbst zum Trading-Star. Und die wissen ganz genau, dass die Erfolgschancen minimal sind. Und trotzdem wird quasi das Blaue vom Himmel versprochen. Also ich würde sagen, es ist eigentlich ein Skandal, dass sowas erlaubt ist. Denn die Informationen, die hier präsentiert werden, das sind immer nur so Spotlights auf einzelne Informationsbröckchen, wie hier diese Gewinn-Win-Ratio, 93%, dann die Anzahl der Follower. Aber diese Informationen lassen überhaupt keine Aussage darüber zu, ob das ein guter Trader ist, ob der skilled ist oder ob der nur Glück hatte. Und hier findet man jetzt in den eigenen Nutzungsbedingungen von Naga den Hinweis: However, you should not make investment decisions based on information provided on the Naga platform. Ja, es ist absurd. Ne? Man hat ein Geschäftsmodell, man bietet Informationen auf einer Plattform an und verspricht den Anlegern damit, dass sie die erfolgreichen Trader kopieren können. Und gleichzeitig behält man sich im Kleingedruckten den Hinweis vor, mach das bloß nicht. Das ist total schizophren, aber man verdient Geld damit. Während die Unternehmen und viele Finfluencer also ordentlich verdienen, endet der Traum vom schnellen, leicht verdienten Geld durchs Copy-Trading für die allermeisten Kopierer mit einem Verlust. Und dieses Risiko ist vielen, die sich durch schillernde Postings bei Instagram, YouTube und TikTok locken lassen, vorher nicht bewusst. Dafür tragen auch Finfluencer wie Flo Farrell eine Verantwortung. Habt ihr schon mal über Copy-Trading nachgedacht oder habt Geld auf Finanzplattformen verloren? Dann schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mit uns der Schleusermafia auf die Spur gehen wollt, unser Undercover-Ermittler ist Menschenhändlern und Flüchtlingen bis an die ungarische Grenze gefolgt. Ihr findet die ganze Folge vorab in der ZDF-Mediathek.